So Leute, da sind wir beim nächsten Video mit dem Metal Set. Wir gucken uns heute ein weiteres Collector Booster Display an. Ihr wisst, was das heißt. Werbungszeit. Vielen, vielen Dank an den lieben LipLab1 Card Market. Könnt ihr nachschauen, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genau wie das Instagram-Account. Könnt ihr auch da mal folgen. Vielen, vielen Dank fürs Supporten. Wenn auch ihr mich supporten wollt, könnt ihr entweder einen Daumen nach oben da lassen, mich abonnieren. Am besten macht ihr alles. Einen Daumen da lassen und abonnieren. Das ist besser. Stimmt. Das ist viel, viel besser. Und ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt oder die Muse habt, mich finanziell zu unterstützen, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun auf Patreon oder auch ein Kanalmitglied werden. Da gibt es verschiedene Tiers, von ganz, ganz klein bis etwas größer. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Genau wie wir jetzt in dieses Display reinschauen. Ihr wisst ja, ihr habt in letzter Zeit öfter mal so ein Display aufgemacht. Ich habe hier noch so eine Schere liegen. Die kann ich praktisch beiseite tun, weil das hier sind die großartigen alten Collector Booster, die noch nicht an den Seiten so richtig kaputt sind. Und das bedeutet, in diesem geilen Metal Set, hinten hin, haben wir Booster, die selbst ich öffnen kann. Ist das nicht großartig? Guck mal. Das ist doch geil. Das ist nicht so geil. Das ist übrigens der Grund, weshalb die Booster sehr viel mehr luftverschlossener sind tatsächlich. Auch wenn sie oben auf den Ecken immer diese leichten Öffnungen haben, auch die neueren, sind sie etwas luftverschlossener und etwas enger anliegend, damit die Karten ein bisschen gerader sind. Hier ist es leider so, dass die Karten halt in den normalen Boostern super stark sich wellen. Dementsprechend, ja, ist das ein bisschen schwieriger. Wir haben hier tatsächlich sehr, sehr coole Karten. Finn the Fangbearer, sehr gute Karten. In diesem Set suchen wir tatsächlich eigentlich fast nur nach dem guten Voinklex. Das Metal Set, auf das ich mich so hart gefreut hatte, das durch eine gewisse Krankheit ganz, ganz hart in Vergessenheit geraten ist und man nur sehr, sehr wenig machen konnte und wir gar nicht so ein cooles Metal Pre-Release machen konnten, wie wir es vorhatten. Wir hatten vor bei uns im Store tatsächlich so eine Glorious Angel, sehr gut. Parfoy, auch sehr cool. Wir hatten vor so eine richtige Metal, Koma, nice, Hitters Booster, das hat alles geliefert. Goll. Wir hatten vor bei uns im Store tatsächlich so eine Metal Night zu veranstalten, wo dann die ganze Zeit irgendwelcher Metal läuft, während wir Pre-Release spielen und so weiter und so fort. Das war tatsächlich die Idee, die wir hatten. Aber leider wurde da nichts draus. Leider ist das, hat das nicht funktioniert. Wir haben hier Snow Covered als Theme. Climbing Reaper, der Berserker, Snow, den kenne ich gar nicht. Hier haben wir auch eine sehr, sehr coole. Terrigrad ist, glaube ich, die wirklich, wirklich gute Commander-Karte. Dementsprechend nice. Bisher mit Koma und Terrigrad und so weiter haben wir da doch ganz gute Karten gezogen. Ich bin bisher ein bisschen begeistert von dem Display. Mal gucken, ob das so weitermacht. Vom Prinzip her finde ich halt dieses Set immer noch sehr, sehr schön, aber es hat halt kaum Einfluss. Das war eins der besten Commander-Decks aller Zeiten. Das war ein 20 Euro Elfen-Commander-Deck in grün-schwarz und es war der absolute Wahnsinn. Das ist eine sehr coole Karte, das ist eine sehr coole Commander-Karte. Magda ist eine sehr coole Legacy-Karte, Ink-Eye, beste Karte, Dream Devourer geht so. Das war ein 20 Euro Commander-Deck. Kostenfaktor heutzutage ist, glaube ich, bei 40 Euro, weil es keiner mehr wirklich hat und alle Commander-Decks Switch All kosten. Das war ein 20 Euro Commander-Deck, das sich richtig gelohnt hat. Elfen war, das war wirklich sick. Das, hochgerechnet auf die aktuellen Commander-Sachen, wäre das, was ich mir wünschen würde, aber leider niemals bekommen werde. Leider nicht. So, dann haben wir hier das Battle nochmal ein Fane, dann haben wir eine Yoran, dann haben wir eine Vera und ein Goldspan Dragon in Full Art Foil. Wow, also das Display bisher liefert. Also ich kenne die aktuellen Preise ehrlich gesagt nicht.
Aber das sind alles Karten, die damals zumindest Chase-Karten waren und die damals dafür gesorgt haben, dass das so ein Display gut wurde. Dementsprechend gehe ich mir davon aus, dass sie bis heute irgendwie darauf so sorgen, dass das Display dadurch gut wird. Tibalt's Trickery, auch keine günstige Karte, wird aktuell sogar im Legacy in einem Fringe-Deck gespielt. Inga the Rune Eyes, Haunting Watch. Es gibt hier, keine Ahnung, mir wurde die Rare schon gespoilert, und auch die Righteous Valkyrie war mal irgendwie eine 20-Euro-Karte. Ist, glaube ich, mittlerweile immer noch so eine 5- bis 10-Euro-Karte. In Full Extended Art. Das ist ja ein krasses Display. Was ist denn hier los? Kaltheim liefert. Kaltheim liefert richtig. Wow. Okay, das ist ja übel. Fearless Pub, immer noch mit dem coolsten kurzen Flavortext aller Zeiten. Dann haben wir diese Länder. Warren Rider, Mask of Nexus, auch gar nicht so günstig. Noch eine Magda. Eine Viga the Watcher. Das ist die Kommandeure in dem Flipdeck, glaube ich. Dann haben wir Iron's Epiphany. Auch das ist eine Karte, die gespielt wurde. Für 7 Mana kriegt man einen Extrazug und einen 1-1 Flieger. Wow. In Full Art. Das ich bisher noch nie gesehen habe, glaube ich. Ich bin bisher schwer beeindruckt von diesem Display. Ich habe keine Ahnung, was die Preise sind. Behold the Multiverse. Auch eine sehr teure Karte damals gewesen. Sehr teure Karte. Sehr viel gespielte Karte ist der richtige Ausdruck. Eine Fearjar. Walking the Troll. Cyclone Summoner. Auch eine sehr gute Karte in Giant Decks. Dann haben wir einen Demon Rogue. Auch der wird so manchmal als Playable gesehen. Over of All Forms, auch sehr, sehr, sehr gut tatsächlich, weil der wird halt gespielt um Counter gegen den schwarzen Discarder. Name fällt mir nicht ein, den man aktuell im Commander, im Modern hin und wieder mal sieht und auch im Legacy, den Archon als Counter gespielt. Sehr, sehr gute Karte und gar nicht mal so günstige Karte und ein cooler Commander. Also gerade von herum kommandiert hat einer den als Commander-Deck, soweit ich weiß, und das war sehr cool. Bisher bin ich ziemlich begeistert von diesem Display. Ich hab's schon mal gesagt. Wenn ihr jetzt noch irgendwie so ein Foil in Phyrexianisch einen Wurin Glegis drin ist, Frostbite, sehr gute Karte, hätte ich nichts dagegen. Das wäre natürlich nice. So, gucken wir mal. Ramwalker in Extended Art, auch sehr, sehr gute Karte. Fearjar Birgi spielt man im Legacy, im Storm. Call Elfish Warmaster. Okay. Birgi hat tatsächlich auch diesen Mono-Red Storm Charakter. Die hin und wieder mal gespielt werden, die Decks. Dementsprechend gar nicht mal so uncool. Story Seeker ist einfach so 2x2x2 Lifelink. War einfach so eine Plain-Karte, wo ich mir gedacht habe, so uff. Da hätte man früher für gemordet. Canopy Tactician. 4x3, 11, Kim plus 3. Kenne ich nicht. Du, ich sehe es schon. Goldspan Dragon Nummer 2 in Foil. Nicht Full Art, also nicht Extended Art, aber in Foil noch einer. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, die sind immer noch 4 W wert. Aegon, God of the Death. Was ist das denn für ein Artwork? Dann haben wir Rally of the Ranks in das ignorieren wir, weil wir ziehen nur gute Karten. Nein, auf jeden Fall, das war jetzt nicht so eine gute Karte. Gucken wir mal weiter, was wir haben. Vom Prinzip her sind die Kams und Ankams fast alle Müll, muss man leider sagen. Bloodsley Miscussory. Rise of the Dead Mans ist tatsächlich auch eine der teureren Karten in den Commander-Decks. Und Kaltheim, sehr, sehr gute Karte dafür. Old Growth Troll, gute Karte. Nochmal ein Finn. Da ist endlich der Wolf. Zeigt er sich auch mal. Den habe ich total überschätzt. Dann haben wir Redeen, God of Worthy, 3x2/3. Ist das der Snowland? Jo, das ist der Snowland. Der sieht halt auch richtig cool aus hinten drauf. Beziehungsweise sie. Protection Shield. Sehr, sehr hübsch. Und das letzte Booster. Gucken wir uns das mal an. Ich hoffe ja immer noch auf den Rollenklex. Und ich denke tatsächlich, dass das sehr, sehr cool ist. Wir haben eine Veil. Die ist tatsächlich auch gar nicht mal so günstig tatsächlich. Und Giant Ox.
Für mich ist das hier pure Spannung. Ihr glaubt nicht, wie spannend das für mich ist. Tales of Tennin. Weil ich bin ja nicht so der Reflecting. Auch eine sehr, sehr coole Karte. Wurde damals ja als Combo-Piece gesehen mit Palenkron. Mystic Reflection. Die Karte habe ich immer noch so hart überschätzt. Aber es ist eine sehr, sehr gute Karte immer noch. Und noch ein Parfoy. Ein zweiter Parfoy. Wir haben nur zwei Parfoys da drin gehabt. Wo? Immersturm, Predator. Der war damals mal wirklich teuer. Keine Ahnung, wie der heute ist. Ja, das ist das Display zu Kaltheim. Wie in letzter Zeit öfter, ich bin ein bisschen durchgerusht, habe mit euch nur die Rares und Mythics ein bisschen angeguckt und ein bisschen was zu den Uncommons und Commons erzählt, wie zum Beispiel das hier Snakeskin Veil eine sehr coole Karte ist. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ihr wisst Bescheid, guckt beim lieben Liplab vorbei. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr mich unterstützen wollt, unten in der Videobeschreibung sind Links. Und wenn ihr denn so wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.